Mit unserem Corporate Lab oder Performance Lab bieten wir einen positiv-disruptiven Ansatz für schwerwiegende oder drängende wirtschaftlich relevante Problemstellungen. Der Lab-Ansatz arbeitet nicht mit inkrementellen Optimierungen, sondern mit einem klaren Step-Change-Anspruch. Relevante Themenrichtungen können zum Beispiel sein, bestimmte Kennzahlen zu steigern, entweder Umsatz, Marktanteile, Effizienz oder auch sie zu verringern, sowas wie Kosten, Time-to-Market, Entwicklungszyklen oder eben auch zu verbessern, zum Beispiel eine volle Customer Experience. Vimatec hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktionsanlagen komplett zu erneuern. Also wir waren erst skeptisch und wir haben gedacht, naja, okay, mal sehen, was es bringt. In Abgrenzung zu den klassischen Beratungsansätzen arbeitet unser Lab mit einer Art Corporate-Coaching-Haltung, also Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Berater begleitet den Prozess mit einem Team von Mitarbeitern des Kunden. Die Ergebnisse und Problemlösungen, die so erarbeitet werden, sind dadurch kulturell und strukturell immer voll anschlussfähig. Das berühmte Not-Invented-Here-Syndrom entfällt komplett, denn die Lösungsansätze, die erarbeitet werden, sind invented vom Kunden. Im Wesentlichen schaffen nicht wir das, sondern die Teams. Bestehen aus Mitarbeitern, die mal mehr, mal weniger motiviert sind, die aber im Zuge dieses Prozesses des Corporate Lab unfassbar motiviert werden. Innerhalb eines definierten Zeitrahmens von nur 30 Tagen erarbeitet das kundeninterne Lab-Team mit unserer Unterstützung einen Lösungsansatz, erprobt und pilotiert ihn und entwickelt eine belastbare Implementierungsroadmap. Der normale Ablauf wäre, dass wir 6 Monate ins Projekt gehen. Wir sollten das Ganze innerhalb von 4 Wochen stemmen. Zu dem Zeitpunkt habe ich nur gedacht, wow. Wir stellen im Prozess den methodischen Rahmen zur Verfügung. Eine vielfältige Mischung aus agilen Methoden, Prozessoptimierungsansätzen wie Lean Six Sigma, aber auch Innovations- und Kreativitätstechniken sowie einige Coaching-Tools. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, wie die Mitarbeiter sich weiterentwickelt haben. Es gab viele interdisziplinäre Themen und insofern haben die auch gemerkt, wie wir diskutieren, ohne Befindlichkeiten, immer an der Sache. Wir als Beratungshaus glauben so sehr an die Wirksamkeit unseres Ansatzes, dass wir die Hälfte unseres Honorars an die Zufriedenheit unserer Kunden knüpfen. Die Mitarbeiter haben über ihre Abteilungsgrenze hinausgeschaut und haben wirklich in multifunktionalen Teams zusammengearbeitet. Haben sich nicht damit zufrieden gegeben, dass in ihrem Bereich es vielleicht funktionieren würde, sondern haben über den Tellerrand geschaut und haben mit den Kollegen darum gerungen, die beste Lösung für unser Unternehmen zu finden. Und das macht mich stolz. Und das hat, muss ich sagen, ausgezeichnet geklappt. Ne? Also das war wirklich klasse. Waren wir auf einmal auf einer, ja, ich sag mal, strategischen Unternehmensausrichtung angelangt. Und das war für mich eine spannende Erfahrung zu sehen. Ich glaube, so ein Thema wie Team hat sich in diesem Raum einfach auch nochmal neu definiert. Diese Erfahrung, dass die Leute aus sich rauskommen, dass sie ihr Bestes geben, das hat mich zutiefst beeindruckt und das möchte ich eigentlich auch jetzt weitertragen aus dem Corporate Lab heraus.